Einen wunderschönen guten Tag, liebe Besucher unserer Homepage und herzlich willkommen im neuen Jahr 2022. Ich stehe hier an unserer Kirchentüre und würde Sie am liebsten alle hereinlassen. Aber wir haben ja momentan im Corona-Jahr ein Problem. Geimpft, genesen, getestet, nur zum Gottesdienst und geimpft und genesen, dann nur bei den Gruppen. Alle reinlassen, momentan etwas schwierig. Aber auf der anderen Seite haben wir die neue Jahreslosung. Und da heißt es, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Dieses Wort der Jahreslosung stammt aus einer Geschichte, die Jesus erzählt hat. Jesus hatte sich mit 5000 Menschen auf einem Berg versammelt und ihnen dort eine Rede gehalten. 5000 Menschen, das ist ganz schön viel. Und wenn die alle hungrig sind nach einem langen Tag, dann machten sich die Jünger Sorgen und meinten, wie kriegen wir die jetzt alle verköstigt? Und Jesus nahm Brote, nahm Fische, brach sie auseinander, gab sie den Menschen und alle 5000 wurden satt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Tja, in Corona-Zeiten ein schweres Wort für uns zu erfüllen, aber wir können es dennoch erfüllen. Denn wir können ja zueinander sagen, herzlich willkommen in unserer Gemeinde. Schön, dass du überhaupt da bist. Herzlich willkommen in unserem Ort, in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Wir stoßen keinen hinaus, nur weil er anders denkt, anders aussieht, anders handelt. Wir sind alle eingeladen an den einen Tisch unseres Herrn. Wir sind füreinander da. Im Gebet, im Gespräch, miteinander, im Denken, im Feiern, im Handeln. Wir stoßen einander nicht ab und wir laden einander ein. Allerdings natürlich unter Corona-Maßnahmen. Von daher, wenn wir da immer wieder dran denken, wir sind füreinander da, dann ist alles gut. Und wir laden Sie ein. Schauen Sie immer mal wieder auf unsere Homepage. Es lohnt sich immer wieder. Herzliche Einladung dazu und ein gesegnetes neues Jahr 2022 noch einmal. Und bis dann. Tschüss.